So, guten Morgen. Es hat komplett gekracht. Also, erstens, herzlich willkommen zum Vlog. Es geht nach Portugal. Und zwar bin ich schon zum Flughafen gefahren. Dann habe ich gemerkt im Flugzeug, dass mein Perso nicht da ist. Ich habe meinen Perso immer dabei. Ihr wisst ja, ich fliege ganz schön oft und dafür, ich habe noch nie irgendwas vergessen. So. Dann war ich da erstmal scheißen. Ich habe mir auf der Hinfahrt was eingekackt. Dann war ich da kacken, bin wieder zurückgefahren und habe im Taxi mein Handy verloren. Mein Vlog-Handy habe ich vergessen. Ja, gebrauchter Tag. Es ist 10 Uhr morgens. Flug verpasst. Mein Perso weiß nicht, wo der ist und ich habe mein Handy verloren. Ich habe aber schnell schon einen neuen Flug gebucht. Der ist um 20 Uhr oder sowas. Ich versuche jetzt gerade mein Handy zu tracken mit dieser Wo ist mein iPhone-App. Es ist im Taxi. Ich mache die ganze Ton abspielen. Da wird meine Nummer eingeblendet. Da muss einfach nur anrufen, wenn er es findet. Oder der nächste Kunde oder so. Auf jeden Fall ist er wieder auf dem Weg zurück zum Flughafen. Ich hoffe, der nächste Kunde ist ein Ehrenmann und ruft an oder gibt es ihm. Harter Start in den Tag. Ja, aber irgendwie gibt es mir so Zeichen, als ob ich nicht dahin soll, Digga. Was ist das? Damit ihr gute Vlogs habt und ich krieg das nicht so schnell hin, das vom Taxi abzuholen und so ein Scheiß, hol ich jetzt ein neues Handy. Oh Gott, alles für die Vlogs. Aber ich check nicht, was die ganzen Leute hier machen. Die warten ja nicht. Ja, die wechseln das erste Mal vom Sandwurm weg auf iPhone. Denken, die machen, erfinden irgendwas Neues. Aber sonst, Digga, chill hier. Hab ein neues iPhone. Ich und Marlon gehen jetzt zu Vapiano. Gambaretti, Spinaci, Knoblauch, Chili, Parmesan, Brot. Und das macht mich glücklich. Underrated. Gutes Essen, gesund und schmeckt gut. Mein Malzbier müsst ihr nicht hinterfragen. Fatal. So, guckt euch das an. Da läuft er nach Hause. Waren gerade essen. Und hier ist sein neues Handy, was er gerade gekauft hat, weil er sein altes verloren hat. Und er checkt gar nichts. So, ich habe jetzt mein Handy gesetupt und so weiter. Wichtig ist bei dem Handy, es hat neunfachen Zoom. Das ist wichtig für die Konzerte. So, und ich fahre. Ich habe jetzt noch nicht so richtig abgeholt, was in Portugal geht. So, die Jungs sind schon dort. Kalle. Daniel. Bilo und Dori. Wenn du mich siehst, sag Mashallah. Wir sind schon dort in Portugal in der Villa. Rod und ich kommen heute nach. Rod hat die Wind Challenge, ich war krank. Mir geht's aber schon besser. Wir gehen zu Rolling Loud Portugal. Ich freue mich sehr. Wisst ihr wahrscheinlich schon alle, dass ich denke. Können wir mal das Line-Up reinmachen. Ich freue mich sehr. Erste beiden Tage werden sehr, sehr cool. Wir sind jetzt vorm Gate. Heißt, ich fliege gleich. Hat alles geklappt. Einer hat bei Twitter geschrieben, wieso ich trotz der ganzen Scheiße überhaupt immer noch Bock habe zu fliegen. Lasst euch von Rückschlägen nicht das Leben, vielleicht den Tag versauen. Macht trotzdem das Beste draus. Das denke ich mir irgendwie so immer. Also das ist so eigentlich immer mein Motto. Immer aus negativen Sachen das Positive sehen. Und ja, also jetzt geht's auf jeden Fall nach Portugal, nach Faro. Morgen ist direkt, also ich lande um 23 Uhr oder so. Nächsten Tag ist direkt, also der nächste Vlog wird auch direkt sein. Morgen sind Uzi, Travis, Ken Carson, Destroy Lonely, alle dran. Der Tag von morgen wird crazy. Aber heute soll's irgendwie alles nicht sein. Auch was so noch passiert ist alles. Also kleine Kleinigkeiten, die alle gestichelt haben heute. Aber egal. Erstens, dann war ich mit Marlon essen. Meine Nudeln, die ich immer nehme, waren ausverkauft. Linguinis. Dann habe ich Sudels probiert. Ich dachte so, okay, geil, gesund und so. Ich bestell die. Das waren einfach, zwar wirklich nur Zucchini. Ich wusste, dass irgendwas mit Zucchini ist. Aber es war einfach nur Zucchini so lang geschnitten. Dann war ich erstmal sauer, weil meine Nudeln scheiße waren dann. Und ich nicht satt wurde, weil ich da Salat gegessen habe, gefehlt anstatt Nudeln. So, bin jetzt gelandet. Es ist jetzt hier 0 Uhr. Dann fahre ich mit Rohr gleich eine Stunde zum Haus und ja. Ja, ja, ja. Man wundert sich, dass man hier Spanisch spricht, obwohl es auch nicht mal stimmt. Ich spreche auch kein Spanisch, du Trottel. What? Digga, ich sag ihm gerade, ich kann kaum Portugiesisch. Er sagt, ich dachte, es gibt kein Portugiesisch, man spricht hier Spanisch. Ja, ich dachte, ich spreche Spanisch. Und was sprechen Brasilianer? Ich dachte, gibt's hier? Ja, auf jeden Fall. Brasilianisch, oder? Okay, auf jeden Fall 0 Uhr, Wetter ist nicht warm. Aber gute Luft. Ja. Ich riech Weed. Nein, war ein Fernseher im Auto. Digga, der so los. Junge, weißt du, wie schwer das ist zu hinten? Check mal deine Sensi. Guilherme, Aoro! Ich mach jetzt Win Challenge. 3 Wins, Feuer steigen wir nicht aus. Ja, bitte. 11 mindestens. 11! Das ist einfach direkt Finale, erste Runde. So sieht das Ganze dann tagsüber aus. Sonne, 28 Grad oder so, schön grün. Geil. Wir haben auch so ein riesiges Gelände. Ich weiß gar nicht, wo es da hingeht. Was ist das hier? Ohne Sinn. Digga, wo bin ich? Okay.
Ja. Ein Abnormaler. Yo, what's up, Kevin? Ah, du bist ja Malle Kalle. Malle Kalle. Ey, du hast ein Upgrade, iPhone 14 Pro, Bro. Danke, ey, hast du mich geholt? Ja. Danke. Also, das schenke ich dir, Digga. Guck mal, Mode. Ich hab gehört, die Jungs haben schon eingekauft. Bin ich mal gespannt. Digga, du willst doch Wein. Ja, falsch. Ich fahr mal, Bilo. Keine Ahnung. Ja, ich hab eigentlich eher Hunger, Bro. Jetzt hab Grillisch. Ist der Pool angenehm? Ja, ist gut. So 5 Stunden drin gelegen wieder. Ja, immer. Wie war Stadt? War cool, ne? Ja, super, super. Also voll mit Leuten. Super, super. Nur Rager, ich schwöre, du siehst den allen an. Ich schwöre, ja, ich schwöre. Die werden alle Gas geben, obwohl da übertrieben Sand ist. Die werden aber ausrasten. Ja. Ey, wie cool sieht's aus? Alter. Au! Achso, hier ist Zeitverschiebung, ne? Mhm. Ich hab mich voll gewundert. Das Ding ist, wir haben relativ spät erst gebucht. Alle Hotels, alle Airbnbs in der Nähe dort waren direkt ausverkauft. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen abseits. Nix liefert. Aber wir haben hier was Chilliges, einen Pool und so. Alter, guck mal, weißt du, was das ist? Deine Arbeit, Digga. Ich hab euch beim Gießen sie auf dem Zünder, Alter. Ich hab abgezogen vom Tauchen. Beide. Sag mal ein paar Lyrics, die du morgen singen willst. Auf wen freust du dich am meisten? Uzi. Oder jeder sagt mal so seine Top 3. Wer morgen auf jeden Fall freut? Ne, nicht nur morgen, allgemein. Travis? Uzi? Cody. Warum lachst du so bei Travis, hä? Warte, auf welchen Song? I get those goosebumps every time, yeah. I need to hide, yeah. I need to hide. Weiter. Was für die Songs? Ja. Now I do what I want. Now I do what I want. Von Travis, man. Travis? Nee, Digga, da wieder schwer. Nein! Kennst du Croissant von ihm? Croissant? Nein. Kennst du nicht? Kann man nicht. Sag mal, von einem Lied, sag mal ein, wie es anfängt. Mach ich weiter. Was bekannt ist. I'm the highest in the room. Oh mein Gott. Wie geht's weiter? Help I make it out of here. Out of here. Eyes on the fleek. Yeah! Eyes on the fleek. Ich werde dafür 100% werden die mich verraten. Ja, war gut. Das war gut. So, wir chillen jetzt noch, es ist jetzt 3:30 Uhr oder so. Es gibt noch keinen Zeitplan für morgen, also wann die Sets sind und so. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe, wir sind relativ früh wach, so 13 Uhr oder so, das passt. Ist ja früh. Jetzt kommen erstmal 2 wilde Festival-Vlogs. Heute war nur Anreise, ja, ein Tag, den man auch gerne vergessen kann, was bei mir alles passiert ist. Naja, lasst gerne ein Like da, checkt die nächsten Videos ab und viel Spaß mit dem Vlog aus Portugal. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Willst du mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich lernst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich schmeiß nur dich raus, ich bin dein Wingman. Check mit Kaserne auf und was willst du misdrehen? Mit den Regeln kann ich mir einen Baum. Oh mein Gott. Yeah.